Willkommen zu meiner ersten Minecraft-Let's Play-Folge. Ich hatte vorher schon mal ein deutsches Let's Play gestartet, aber dann leider abgebrochen, weil mir die Lust vergangen ist, beziehungsweise ich hatte ein englisches Let's Play auch gehabt und es war eigentlich viel zu viel Arbeit. Aber nun bin ich wieder da. Diesmal auch mit dem Shader bisschen noch verbuggt, aber naja, meine Güte. Ich spiele das hier auf dem Mac, so, also kann ich diesen komischen Zeus-Shader nicht haben mit dieser Lens-Lenster Zeugs, ja. Bevor ich anfange, hier ist erstmal die generierte Welt und ich bin froh, dass ich Birchwood habe. Sorry, guys. Bin froh, dass ich Tannenholz habe. Ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt. Und das auf Deutsch heißt. Dazu komme ich dann jetzt auch nochmal. Ich werde viele, viele Wörter, wahrscheinlich sehr viele Wörter in Englisch sagen. Und noch einige Sätze, weil ich ein englisches Let's Play mache und mich jetzt erstmal hier dran gewöhnen muss. Und ja, wie man das so in der ersten Episode macht, erstmal Holz kriegen. Aber ich will schon. Ich habe schon so eine grobe Idee, was für eine Art von Haus ich bauen möchte. Natürlich mit Cleanstone. Wie heißt das denn auf Englisch? Oder ich sollte vielleicht doch auf Englisch spielen. Ich meine jetzt mit den ganzen Tools. Nehmen wir hier noch ein bisschen Birchwood mit für die Verarbeitung der Sachen und zum Bauen der Workbench. Oh, ich meine natürlich der Werkbank. Oh mein Gott. Das ist schon der erste Fail heute. Und ja, ich hoffe schon, dass ich in der ersten Episode jetzt mein Haus anfangen kann. Es wird kein improvisiertes Haus sein. Nein, es wird sofort das sein, was ich haben wollte. Aber ich habe bis jetzt auch noch nicht irgendwie was Gutes gefunden. Ich sehe da hinten. Nein, ich dachte, ich hätte Coal. Ich dachte, ich hätte Kohle. Und bevor ich vergesse, ich habe die Minimap drin und ich sehe auch hier drüben einen Strand. Aber zuerst einmal werde ich hier ein paar Hölzer machen und eine Werkbank und dann noch ein paar Stöcker. Heißen Stöcker, ja. Und ja, gehen wir hier rüber gucken. Was da so ne? Schneebiom. Ich hasse Schneebiome. Geh hoch da. Naja, ich werde hier noch ein bisschen von dem Holz bekommen. Und ich sehe gerade, ich muss die Textur, glaube ich, noch ein bisschen verändern. Sieht irgendwie ein bisschen kurios aus, wenn man das so hat. So, eine noch. Würde ich mir jetzt mal ein paar Werkzeuge machen. Vielleicht können wir auch noch ein paar Saplings absahnen. Ich meine, oh, guck mal hier. Zuckerrohr. Zuckerrohr. Und, ich müsste schon darüber, um Stein zu bekommen. Aber ich werde jetzt erstmal eben ein bisschen warten, bis hier ein paar Setzlinge runtergefallen sind. In der Zeit könnten wir mal eben die Werkbank. Und ich bin sehr komisch in diesem, wie heißt es, rumscrollen hier. Da ich mit meinem neuen Mac muss ich in die entgegengesetzte Laufrichtung scrollen. Ist ein bisschen komisch. Was soll ich dazu sagen, ne? Deswegen bin ich da ein bisschen unsicher noch. Und wir haben ein Achievement bekommen. Kannst ja kaum glauben. Ich werde jetzt erst einmal eben hier mit meiner. Ah, guck, hier haben wir schon ein bisschen Stein. Wir brauchen ja gar nicht mal so viel. Eigentlich nur 3, 4, 5, 6, glaube ich. Oder 7 sogar. Ne, 8, 9, 10. Ich mache jetzt einfach mal. Und ich spiele mit dem Honeyball Minecraft MK Working. Aber ich habe das ein bisschen gemixt mit dem Sortex Fenwe. Das ist so ein bisschen mehr, geglättete Oberflächenkonturen, wie auch immer. Aber ich fand da so ganz tolle Sachen bei.
Ich habe schon viel zu viel Cobblestone. Fail. Jetzt habe ich schon wieder Cobblestone gesagt. Ich meine natürlich, wie heißt denn der überhaupt? Pflasterstein, natürlich. Übrigens, ich bin Deutsche. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert und... Oh mein Gott, die fällt ja voll. Und ja, ich bin ein Mädchen und ich bin schon erwachsen, falls ihr fragt. Aber falls ihr noch mehr wissen wollt, dann, ja. Könnt ihr mich ja mal fragen, wenn ich dann nicht... So, Fichtenholz. Jetzt habe ich es. Fichtenholz. So, machen ein paar mehr Stöcker jetzt. Und wir machen uns eine Schaufel. Und ein Schwert. Und es wird, glaube ich, dunkel. So ganz langsam. Und wir machen uns eine Axt. So. Das ist schon mal die erste Errungenschaft des Tages. Und ich will gerne... So. Gehen wir meine... So. Und dann könnten wir mal... Also ich bräuchte schon noch ein paar Sachen. Habe ich jetzt die Saplings bekommen? Ich meine natürlich Setzlinge. Gleich mal kurz gucken. So, nee, habe ich nicht. Das wäre schon gut, wenn ich wenigstens einen hätte. Ne, komm schon, da! Ein, zwei, okay. Das war es eigentlich schon. Wir können hier nochmal ein bisschen, vielleicht noch einen kriegen. Ja, hier mal, okay. Das war schon, habe ich den gekriegt? Nein, hier. Und dann gehen wir mal in die Richtung. Eigentlich war der Platz schon mal gar nicht schlecht, aber ich möchte schon nicht immer Richtung Berg haben. Können wir mal kurz hier hinten gucken. Was ist das eigentlich? Sieht so frei aus. Oh, da drüben sieht es frei aus. Oder soll ich mal auf den Berg gehen? Oder hier zwischendurch wäre es nicht schlecht vielleicht. Oh, guck mal, den Wasserfall hier. Verbuggtes Wasser. Hi, Chickens. Die. Man sterbe natürlich. Dann holen wir uns die anderen auch noch eben. Ich habe gerade irgendwas beim Links gesehen. Was war denn da? Ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen. Naja. Dann hole ich mir mal eben das Hühnchen, das gerade wegschwimmt. Du kannst nicht entkommen. Und keine Keule. Okay. Oh, da hinten sind Blumen. Da sind Schafe. Das ist gut. Das ist gut. Schwimm um dein Leben. Keine Ahnung, wo die Sonne ist. Und ja, ich weiß nicht, ob das so gut aussieht. Oh, hier. So viele Hühnchen. So. Holen wir uns das eine Ei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Look this awesome place. Oh mein Gott. This is epic. And I see... Ich sehe... Kohle. Ich will mein Haus anfangen. Ja, genau. Leg erstmal ein Ei und dann stirb. Das ist... So muss das sein. Dich werde ich erlösen, weil du in einem Block gehaust hast. Oh, guck mal. Guck mal, da ist eine Höhle. Da ist eine Höhle. Ich höre mich irgendwie verrückt an. Wenn ich noch nie eine Höhle gesehen hätte, ne? So, jetzt holen wir uns... Die Wolle noch eben. Und noch eins. Gib mir Wolle. Oh, hier ist eine Schlucht. Hier ist eine Schlucht. Ich sehe. Shift. Cool, 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 cool. Okay. Ich sollte hier einen Punkt machen. Da ist ein Skelett. Dann werde ich mal eben hier. Wie geht das denn nach M? Ja. Waypoints. Und dann machen wir hier. Ups. Schlucht. Okay, so. Schubst mich jetzt ja nicht runter, du. Dann gibt's aber Zoff, das sag ich dir. Und es wird dunkel. Ich werde nicht cheaten, ich werde nicht cheaten, ich werde nicht cheaten, ich werde nicht cheaten. Ich muss trotzdem... Oh, dahinter vielleicht? Ich sehe da... Auf der Map sehe ich irgendwas. Ich gehe mal hier hoch kurz. Wir haben ja einen Wegpunkt gemacht. Ich meine, wegen der Schlucht und so. Oh, ist ein ganz schön weiter Weg nach oben. Hier hoch, da hoch, dort, 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 dort. Und oben erwartet mich ein Creeper. Oh, oh mein Gott. Look. Seht euch die Schlucht an.
Und da ist ein super Platz eigentlich. Vielleicht, nicht runterfallen. Wenn jetzt mal von Baum zu Baum springen und holen uns noch ein paar Schafe. Obwohl, nee, lassen wir mal. Kann ich hier runter? Nein, da wollen wir nicht runter. Da wollen wir nicht runter. Der stimmt ihm hoffentlich zu und es wird dunkel. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Hier ist. Oh nein, sag mir bloß das. Sag mir nicht, das ist hier ein Sumpf. Ich hasse Sümpfe. Nicht wirklich, ne? Ich müsste eigentlich auf die andere. Hier ist aber genug Platz eigentlich. Ja, mit so einem. Oh, guckt euch den. Guckt. Seht euch das an. Sieht doch cool aus. Ich müsste jetzt einfach das hier wegmachen. Dann könnte ich schon hier eigentlich mein Haus bauen. Das ist eine gute Idee. Und da ist schon die erste Spinne gespawnt. Na super. Da ist ein Zombie. Ich sehe schon gleich den ersten Creeper hochgehen. Ich sollte was futtern. Einen Apfel haben wir ja. Ja, gerade da. Und direkt an der Schlucht. Das ist ja auch irgendwie gar nicht mal so schlecht. Oh, da ist ein Creeper gespawnt. Ja, Leute. Ich werde mir jetzt mal eben einen Ofen machen. Wenn ich euer noch genug haben, dann kann ich mir dieses Hühnchen kochen und ich werde dann nicht sterben. Ich hoffe ich doch. Und Holzkohle war so. Und wo ist mein Schwert? Das ist griffbereit, ja. Ich werde mal eben weiter ein bisschen hier das abtragen. Und ich werde jetzt so lange machen, bis ich das Haus angefangen habe. Und dann ist die erste Episode zu Ende. Dann muss ich auch gleich wieder das englische Let's Play aufnehmen. Na gut, das Skelett hat mich noch nicht gesehen. Ich sage immer Skelly. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Scroll like a boss. Ah, das tat weh. Das ist nicht nett. Nee, 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 nee. Du musst schon herkommen. Nebenbei noch ein bisschen. Stirb. Ah. So. Ja, jetzt brauche ich echt was zu futtern. Ganz dringend. So und so. Zack, zack, aber. Ich muss jetzt mich doch mal hochstecken. Habe ich ein bisschen, ja. Sonst bin ich tot. So, was haben wir denn da? Eine Spinne, Enderman. Ach, guckt euch die Schlucht an. Das ist doch voll epic. Ich werde mir jetzt ja erstmal ein Dings machen. Eine Thumbnail. Ja, ich glaube, so ist ganz gut. Nicht zu tief. Dann machen wir jetzt so. Beziehungsweise so. Ja. Okay, bin ich ganz mit zufrieden. Und kann ich an den Ofen dran? Ohne zu sterben? Nein. Ich sehe gleich einen Creeper um die Ecke kommen, nur. So, ich habe ein paar Keulen. Ich werde trotzdem mich mal ein bisschen hochstecken. Ich habe Angst, dass mich so ein Skelett abschießt. Ja, da warten sie schon alle. Und jetzt warten wir mal ein bisschen. Ich sehe einen Slime. Ich sehe einen Slime. Ihr auch? Ja. Und einen Enderman. Oh Gott. Da ist noch einer. Aber die Schlucht ist ja voll episch. Da haben wir Kohle. Da vorne. Da. Seht ihr? Kohle. K-K-K-K-Kohle. Das ist natürlich. What the? Oh! Oh, wie doof kann man sein? Nein! Oh mein Gott. Come on. Ich meine, los, regeneriere. Ich habe Angst. Ich hole mir mal noch. Ich steck mich noch mal hoch. Ich hole mir noch mal ein paar. So, dann können wir auch hier gleich vielleicht ein bisschen. Nein. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Kohle. So, und jetzt hoch nochmal. Ich könnte mal eigentlich ein Bett machen. Naja, ich muss erstmal eben auf meine Gesundheit achten. Ganz wichtig. Und ja.
Zum Glück ist hier noch nichts gespawnt. Außer ein paar Hühnchen. Ich müsste mal gucken. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Jetzt aber. Dass ich mir ein Bett mache. Dann ist das nämlich auch mein Spawnpunkt. Dann haben wir hier gleich den Birkenholz. Ja, Birkenhölzer, wie auch immer. Dann kann ich mich mal eben hier hochstecken. Ich weiß, das ist der absolut ungünstigste Platz, um zu schlafen. Jetzt hätte ich schon fast falsche Taste gedrückt, so. Und, ja, falls ihr Fragen habt, alles in die Kommentare oder... Ja, ich habe auch eine Facebook-Seite und jetzt gehen wir schlafen. Seht euch das an. Also, wir haben Berge. Wir haben irgendwo ein Schneebiom. Die Spinne ist noch da. Aber guckt euch den Schädel an. Ist das nicht episch? Oh Gott. Jetzt brauche ich aber ein Foto. Jetzt. So. Das war's auch schon wieder. Und dann werde ich jetzt mal eben hier so machen. Oh! Oh Gott. Ich dachte schon. So. Und jetzt können wir mal eben das Haus anfangen. Den Grundriss zumindest. So. Und jetzt geht's rund. Wir können auch gleich... ach, wir haben ja schon Stein. Das war ja sehr schlau. Hallo, Maus. Ja, manchmal entfernen die sich aus dem Minecraft-Fenster. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wahrscheinlich, weil es eine normale Maus ist. Ich habe wohl die Magic Maus, also die mit diesem Touchscreen und so, aber ich kann da nicht so wirklich mit scrollen in Minecraft. Deswegen benutze ich meine Windows-Maus. Was ist das, dunkle? Achso. Nee, ist ein super Platz hier, finde ich. Cool. Und falls ich dann mal... Falls es dann doch langweilig werden sollte, dann mache ich das da weg. Was springt denn da rum? Ein Skelett. ich müsste mal gucken. Ich bräuchte aber auch eine Truhe. Soll ich... Ich bräuchte eigentlich jede Menge Stein. Das wird sich ja anbieten, ne? Ist auf der anderen Seite. Oh, das ist nicht gut. Oder... Wir könnten auch mal kurz darüber gehen oder so. Ne? Wir können auch mal gucken, ob wir irgendwie jetzt hier einen einfachen Weg in die Schlucht haben. So, Shift. Oder wir stecken uns darüber. Oh, da ist Eisen. Und eigentlich könnte ich vielleicht hier runtergehen. Oder wir machen jetzt gleich so einen, ja, so einen einfachen Weg. Also, mal eben sehen. Hier runter. So. Das, was wird, das weiß ich nicht. Ja, könnte was werden. Hier noch. Und das war schon. Sieht gefahrenfrei aus und ich müsste jetzt echt das Eisen hier holen. Dann noch Kohle. Oh, kann ich. Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. So, na. Ah, dahinter ist auch noch mehr. Gleich ein bisschen Stein mit abbauen. Jetzt fragt ihr euch, wieso will die denn jetzt unbedingt schon mit Cleanstone anfangen? Also ich habe so oft schon, also ich habe jetzt 1, 2, 3, ich glaube 4, 5, ach mehr als 5 Welten erstellt. Und immer in dieser popligen ersten Nacht so ein blödes improvisiertes Holz- oder Dirt-Haus gebaut. Also so ein Dreckshaus. Und es war zum, ja, reißt man sowieso wieder ab. Und dann baut man sein eigenes Haus. Wieso nicht gleich das normale Haus bauen? Ich wollte mal gucken, wo ist denn hier mein... also hier so. Hier da. Mal kurz gucken. Da haben wir schon die ersten XP. Und ich werde wahrscheinlich eine... XP-Farm, Mob-Trap, Mob-Falle bauen. Jetzt haben wir Mob-Falle, nicht Trap. In der Luft. Ich glaube, das habe ich noch nie gebaut. Was heißt, ich glaube, ich habe es noch nie gebaut. Ich habe es wohl gesehen bei Let's Game You Play. Das ist einer meiner Lieblings
Let's Player. Und danach kommt Debitor LP und so weiter und so fort. Und ja, der hat ja so eine super Enderman-Falle gebaut und aber zumindest auch eine normale Mob-Falle gebaut. Und ich glaube, die ist gar nicht mal so nicht so schlecht. Meine Güte. Bin ich froh, wenn ich eine Diamant-Spitzhacke bekomme. Bin gar nicht mehr gewohnt mit Eisen, mit Holz. Wann habe ich zuletzt meine Holzspitzhacke benutzt? Ich meine, ne, Steinspitzhacke. So, mal gucken, ob ich den Weg nach oben. Es müsste ein Dirt. Müsste irgendwo ein Block sein. Oh, 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 oh. Da ist, glaube ich, ein Creeper hinter uns. Ich will es gar nicht wissen. Oh mein Gott. Jetzt krieg ich Schiss. Ich hoffe mal, dass er den Weg nach oben nicht findet. Und jetzt werde ich hier erst einmal das so machen. So, eigentlich. Ach so, das ist schon wieder eine andere. Okay. Oh mein, ich sollte das zubauen. Ich traue dem Braten nicht. Wo bin ich denn hier runter nochmal? Hier vorne. Dann machen das mal eben so. Da kann er nicht hochkommen, falls er doch mal hoch sollte. Und hier haben wir schon gelben Blumen. So, okay. Und dann müssen wir uns auch gleich Fackeln machen und noch ein bisschen Holz holen. Fackeln, dann machen wir erstmal die eine. Die eine, sag ich schon. So. Und dann sollte das erstmal für die ersten Tage reichen. Hier haben wir noch Fichtenholz. Ich wollte mal gucken, wie das so aussieht. Wenn nicht, verbrenne ich die. Muss ich nicht haben. Gucken, wie sieht denn Fichtenholz? Ach du Scheiße, ich muss die Textur ändern. Sorry, Honeyball, das ist nicht mein Fall. Das ist nicht mein Fall. Also werde ich das hier alle verfeuern. Aber nicht wegschmeißen. Kann ich mir die Kohle sparen. Hier haben wir schon mal Eisen. Und dann verbrennen wir mal eben das und bauen uns eine Eisensache, Eisenwerkzeug. So. Können wir die anderen auch verfeuern. Und so, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Demnächst kommen dann nur noch 10 bzw. 15, 20 Minuten. Aber nicht länger. Hatten wir jetzt schon eine. Na, machen wir uns eine Schaufel, Eisenschaufel. Und aber wir brauchen erst noch ein paar Stickies. Das sollten wir haben. Wir müssen unbedingt die. Nein, wir müssen nicht die Fichtendinger bauen. Sag schon. Eisenspitzhacke, so. Ah! Ach ja, toll. Es wird wieder hier ruckzuck dunkel. Ich brauche noch eine Eisenhacke. So, das. Und dann vielleicht nochmal eben eine Truhe, wo ich Sachen reinstellen kann und die Fackeln aufstellen, nicht vergessen. Ich baue mal eben die Kiste hier hin. Klatsch da alles rein. Das Bett kann ich eigentlich aufstellen. So. Und Fackeln. So, ich stelle. Die sind nicht so lichtintensiv wie dieser andere Shader. Oh, das ist ein Slime, okay. Aber ich werde hier erstmal jede Menge Fackeln aufstellen. So. Sollte relativ sicher sein. So, das war's schon. Dann hole ich mir da vorne mal eben die Bäume. Lauf um dein Leben. So, und hoffentlich kriegen wir ein paar Saplings. Oh mein Gott, ich höre einen Creeper schon hinter mir stehen. Und seht, wie schnell das geht. Hier noch eben schnell. Hallo Hühnchen, bitte gib Acht auf mich. Oh mein Gott. Und ja. Was ist denn das für ein Busch hier? Das ist doch kein Baum. Das ist ein Kunstwerk. So. Ich brauche Saplings, bitte.
Eben den einen Baum noch. Dann können wir vielleicht auch schon eben den Grundriss. Eigentlich nicht, nein. Ich brauche. Brauche Clean Stone. Ich meine natürlich. Hühnchen. Ich brauche Saplings. Ich meine, da haben wir schon einen. Der Äpfel. Okay. Da hinten ist ein Zombie. Hier können wir so ein paar so machen. So. Zombie, komm doch mal eben rüber. Oh, der Creeper kommt mit da. Nein, doch nicht. No. Naja, wie auch immer, das war die erste Folge. Ich habe die jetzt leider nicht geschafft. Oh nein, der eine Zombie, der campt bei meinem Haus da drüben. Und da ist ein Creeper. Ich hoffe mal nicht, dass er mich gesehen hat. Bim. Stirb. 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 So. Okay, und ich sag mal eben tschüss und wir sehen uns morgen bei der zweiten Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bitte, ja, Daumen hoch, ne? Falls es euch gefallen hat, wenn nicht, dann nicht. Natürlich nicht Daumen runter. Zwinker. Und hinterlasst einen Kommentar und, ja, empfehlt es euren Freunden, wie auch immer, und Familie und so, ne? Und tschüss.